Am letzten Tag vor den Osterferien haben die, die das deutsche Volk vertreten denken zu müssen, den Steuerabkommen mit diesen Schweizern unterzeichnet. Dann machten, wie auf Befehl, alle Medien massiv mit, um über Günter Grass zu berichten. So etwas nennt man ein PSYOP oder psychologische Operation. Als Ablenkungsmanöver, um davon abzulenken, was wirklich wichtig ist und wie das deutsche Volk über den Tisch gezogen wird und wie diese kriminelle Schweizer Banken mit dem Bankendeal weiter sehr große Teile des deutschen Bruttoinlandsproduktes abzweigen und Armut und Chaos bringen werden. Die Name Schäuble ist alemannisch, sowie die Schweizer und die Name Schäuble. Im 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648 haben Schweizer Söldner unter Templerführung 20 Millionen Deutsche, ihre Frauen und Kinder abgeschlachtet und dann danach große Teile Süddeutschlands neu besiedelt. Was der Grund dafür ist, dass die Templer-Nazis anfänglich aus den Süden kamen, Nürnberg, München und so weiter, um Deutschland nochmals reinzulegen. Freimaurer kommen von den Templern und erwähnen niemals nicht Freimaurer. Und hier auf der Webseite der Lübecker Großloge zum Füllhorn wird Günter Grass in einem Atemzug mit zwei anderen Freimaurer genannt. Willy Brandt und Thomas Mann. Also dann weiß man schon genug. Es geht nicht darum, ob Grass Recht hat oder nicht. Es geht darum, welche Ziele bewirkt werden. Recht oder nicht ist die Oberfläche. Die Ziele aber 5 Züge in die Tiefe. So wirkt eben eine PSYOP. Einverstanden, die Meinungsfeigheit hat die Meinungsfreiheit ersetzt. Und es ist die Bundeswehrmacht, die den Opiumanbau mit der CIA oder Cocaine Import Agency schützt und mit Urangeschosse rumballert. In 2010 wollte Wolfgang Umvogel Steuer-CDs an Deutschland verkaufen. Dann schnappte die Schweizer Geheimdienst ihn und er wurde geselbstmordet, so wie Uwe Barschel, auch in der Schweiz. Na? Dann half ich die Kronenzeitung einen Artikel darüber zu schreiben, worauf die Schweizer mich mit einer Antiterror-Einheit verhafteten. 3 Pistolen auf dem Kopf, Augenbinde wie in einer CIA-Entführung, Hand- und Fußschellen, Schreie, Drohungen, überall maskierte und bewaffnete Männer. Jetzt kriege ich Morddrohungen der Schweizer Polizei und Justiz, dass wenn ich weiter über den Fall Umvogel mit deutschen Behörden, die Medien oder über die Schweizer Geschichte Filme mache, dann würden sie beim nächsten Mal abdrücken oder ich würde so enden wie den Wolfgang Umvogel. Und die Gründe, die die Schweizer hier nennen, um eine Antiterror-Einheit auf einen wehrlosen Bürger loszuschicken, sind nichts anderes als einen Vorwand und totale Lüge. Die wahren Gründe sind mein Film Die Pharaonenshow von Gyuri auf YouTube und den Fall Umvogel, meine Mitarbeit am Zeitungsartikel Schweizer Banken und den Steuerstreit mit Deutschland. Schauen Sie auf Google die Aussagen von Peter Odinsov. Ja, Sie lesen es gut.
Schweizer benutzen professionelle Auftragsmörder, um wirtschaftliche und politische Ziele wie Wolfgang Umvogel oder Uwe Barschel auf versteckte, saubere Art zu beseitigen. Und jeder, der darüber weiterredet, eine Antiterroreinheit mit sämtlichen Morddrohungen zu schicken. Seien Sie beruhigt, das mit Günter Grass war ein Freimaurer-Psyop. Und niemand denkt noch weiter an den Bankenabkommen.